ist nur die Tür von der anderen Seite. Ja, das funktioniert bestimmt auch viel besser. Ich glaube, ich könnte diese Tür öffnen. Prishka ist doch schon. Sie ist los, um Serrano zu töten. Sie wird uns hier nicht rausholen. Ja, das passt zu ihr. Ich schließe die Konsole kurz. Ist ein Versuch wert. Du müsstest dich mal selbst sehen, wenn du das machst. Du siehst wie ein verdammter Trottel aus. Ich habe die Tür aufbekommen. Na schön, du hast die Tür aufbekommen, aber dabei wie ein verdammter Trottel ausgesehen. Wo ist denn Trishka? Hat sie es vielleicht eilig, zu ihrem lieben Papa Serrano zu kommen? Ich habe mir einen Scotch genehmigt und spiele voller Vorfreude auf dich schon ungeduldig an meinen Eiern rum. Ja, geil. Der Echo-Kodex verlangt, dass sie selbst Rache nimmt. Scheiß auf den Echo-Kodex. Die Kleine versinkt im Blutrausch. Ach, pff, wir ja gar nicht. Nur noch alles am Niedermachen. Hey, halt! Shit! Ah, ein Schritt vor uns. Hä? Ich dachte, das ist schon kaputt, Junge. Sie hat sich entschieden. Konzentriere dich auf das aktuelle Problem. Alter. Was ihr hier findet, wird euch überhaupt nicht gefallen. Tada! Viel Spaß mit dem Harry Echo Elite-Turm, geboren aus Satans stachligem Schwanz. Holen wir uns mal die Wumme hier. Zeit zu töten. Und dann geht's mal richtig rund. Haltet den Piratenabschaum aus. Ach, die kennen nur einen Spruch, oder wie? Das war's. Naja. Ach, wenn mir das Ding jetzt echt auf den Sack gehen will. Komm. Machen wir das einfach so. Komm schon, hier hat sich Serrano verkrochen. Ich hacke die Tür. Versuch dir diesmal keinen Stromschlag zu verpassen, du Trottel. Wo. Ich habe beim letzten Mal den Code ausgelesen. Gib mir Deckung, während ich ihn eingebe. Wir sind ja da hochgekommen. Naja, komm. Deckung. Gerne. Ich passe auf dich auf. Ich habe jede Menge Feuerkraft. Sie haben tapfer gekämpft, diese harten Männer. Wie verwundete, in die Enge getriebene Wölfe. Sie waren dreckig, sie waren verlaust und haben gestunken. Und ich habe sie geliebt. Und wem das stammt? Douglas MacArthur, ein echter Krieger. So etwas findet man heutzutage überhaupt nicht mehr. Oh, hallo, meine Schöne. Ja. Alles alle. Ray, die kommen von rechts. Ein Kontakt in Ray. Ja, mach mir jetzt. Tschüss. Das war alles? Nö. Wir wollten doch die Tür aufmachen. Eile, Mann. Nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst. Das ist ein komplexer Vorgang. Das war's. Hoffentlich sehen wir jetzt durch. Und ich habe Heavy Echo erledigt. Wir sind echt ein perfektes Team. Keiner dieser Loser kann sich mit Dead Echo messen. Erreicht Serrano. Wieder
verloren, Gray. Die Kleine war schneller. Hast du meinen Vater getötet? Ich wollte es dir schon immer geben. Und jetzt bin ich der Gefickte. Nach allem, was... Hast du meinen Vater getötet? Natürlich. Ganz langsam, Pusteblümchen. Willst du nicht wissen, wer den Abzug gedrückt hat? Das ist der Hammer. Red Echo. Und ganz vorne weg, der miese Wichser da. Er hat auch meine Crew und dein Final Echo Squad getötet. Du. Wow, okay. Du hast jedes Recht, mich zu töten. Aber Serrano hat uns benutzt. Uns alle. Er hat uns über die Ziele belogen. Deshalb sind wir desertiert. Deshalb habe ich die Ulysses angegriffen. Ich dachte, durch Serranos Tod könnte ich Wiedergutmachung leisten. Aber ich habe nur meine Freunde getötet. Hör auf! Denk nach! Genau das will Serrano. Er will dich doch nur manipulieren. Ich habe noch nicht mal damit angefangen. Okay. Ich habe keine Kontrolle mehr. So ist es. Ich hab nämlich ich. Tut mir leid, Gray. Das bin nicht ich. Er zwingt mich, dich zu töten. Er wirkt den Wichser. Brich ihm den Hals. Er tötet vom Sandkasten, Freund. Komm. Die Erfüllung meiner Träume. Mensch als Maschine. Du kannst die Kontrolle durchbrechen, die AI. Nein, ich kann es nicht aufhalten. Zwing mich nicht dazu. Ich gebe dir nicht die Schuld. Na schön, Gray. Ein letztes Mal. Was verdammt? Du dummer Affenarsch. Du, was dein Papa sagt. Jetzt bezahlst du für alles, was du uns angetan hast. Junge, du wirst wie ein fettes Schwein verrecken. Du hast uns zu Monstern gemacht. Rel war ein Kriegsheld. Und du hast ihn Unschuldige ermorden lassen. Ich habe euch Männern Arbeit gegeben. Mehr nicht. Ja, tut mir leid, wenn sie nicht deinen moralischen Ansprüchen genügt hat, Prinzesschen. Das war's, Kleiner. Ich wusste, der kleine Wichser versagt, wenn's hart auf hart kommt. Du wolltest die doch nicht etwa. Du bist keine letzten Worte wert, du jämmerlicher Haufen. Ray! Easy! Halt durch! Erledige ihn. Für Dead Echo. Du miese Drecksau! Was für ein Wichser! Ihr zwei seid wirklich die dämlichsten Wichser aller Zeiten! Scheiß drauf! Es gibt bessere Mittel und Wege. Ach du Scheiße. Okay. Du kannst dich nicht mehr vor mir verstecken. Ich bin so weit gekommen. Kann ich jetzt wieder selber steuern? Ich komme, Serrano. Ich komme, um dich zu töten! Okay. Solange du nur tot bist.
bist. Ist mir egal, was ich bin. Triska! Alles wird gut, Süße. Ich bring dich heraus. Ist er... Ist Serrano... Serrano ist tot. Und er hat echt gelitten. Er hat für jedes seiner Opfer bezahlt. Für jeden Unschuldigen, den ich töten musste. Ich weiß, er hat dich manipuliert, Gray. Ich weiß es. Ich geb dir nicht die Schuld. Oh. Du bist ein wertloser Niemand, Junge. Oh, shit. Feinstes, süßes Geraspel, Pupapier. Nein! Oh. Doch noch nicht durch. Ah, gibt nur noch extra Runde. Dass ein Weltraumpirat so viele Leben hat. Noch einen Crash überlebt, noch einen Sturz, noch einen Fehlschlag. Gray, tut mir leid wegen Ishii. Wirklich. Er war mein letzter Freund. Ich habe ihn getötet. Wie alle anderen. Oh, verdammte Scheiße! Ja, das kann man wohl sagen. Mitten rein in die nächste Katastrophe. Ja, hammergeil. Das tut doch richtig Stress, wa? Hat die so viel aushalten müssen, die Spinne, ey. Ah, jetzt gibt es wieder Stacheln zum Aufspießen. Ja, was soll ich denn jetzt noch machen? Jetzt kommen wir nicht mehr auf das Schiff zurück, oder? Kaufen wir noch einen. Was haben wir noch nicht voll? Sind wir ja am Anschlag, was soll ich denn noch mehr kaufen? Komm. Fantastisch! Uns bleibt keine Zeit mehr. Wir müssen zur Ulysses und irgendwie die DNA-Bombe deaktivieren. Ja, klar. Vielleicht finden wir ja irgendeinen vergessenen Star Creeper, den keiner mehr braucht. Voll aufgetankt und startklar. Vielleicht steht ja auch noch dein Name drauf. Hey, Moment mal. Was? Die Ulysses. In den Abwurfröhren waren noch Fluchtkapseln. Wir haben nicht genug Schub. Wenn wir im richtigen Moment starten, könnte uns die Detonation zumindest aus der Atmosphäre schleudern. Wir zünden die Schwerkraftumkehr und lassen uns von der Druckwelle der Ulysses von diesem Planeten katapultieren. Scheiß drauf, wir versuchen's. Oh verdammt! Die Heavy Echo-Typen hatten dieselbe Idee. Na los, sie dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen. Na ja, jetzt laufen die sogar noch weg von mir, ist ja Hammer. Nein. Böser Mongo. Übrigens, das Ganze ist nur ein Behelfsplan und wird vermutlich nie im Leben funktionieren, nur damit du es weißt. Das heißt nichts. Und ich glaube, da war sogar noch. Zu verlieren. Na komm. Ein Newsboard. In der Ecke versteckt. Alter Schwede. Und. Ciao. Machen wir mal Party da oben, ey. Du machst Feierabend. Die Tür ist zu hart zum Durchtreten. Na komm. Alter Schwede, was hier gebacken ist. Brauche ich noch schwer was? Ja, ich hole noch eine Detonation wieder. Aber das sollte schon noch drin sein. Oh Mann, Serrano hat den Countdown zur Sprengung der Ulysses schon eingeleitet. Wir sind am Arsch. Noch ist Zeit. Beweg deinen Arsch. Anstatt dass die weiterlaufen.
Das ist so geil. Detonation ist echt die geilste Waffe. Wow. Ach komm. Ach du Scheiße, ich hab viel zu wenig Zeit. Verreck hier in dem Bunker. Na sowas, da steht auch noch mein Name drauf. Krass. Nach dem Countdown noch. Ciao. Das hier ist nicht deine Party, Hackfresse. Boah. Das dachte ich eigentlich, ich hab's echt am Ende noch verkackt. Los geht's. Das war's. Okay, jetzt wird der ganze Planet einmal ausgerottet. Ich bin echt überrascht, dass ich noch atme. Das war eine beschissene Erfahrung. Ich habe dabei alle meine Freunde verloren. Und du? Du hast allen Grund, mir den Tod zu wünschen, Trishka. Wir sind Freunde, Gray. Hör damit auf, Hunt. Wie gesagt, ich weiß, was Serrano getan hat. Mir ist klar, dass er ein wahnsinniger Psychopath ist. Ich weiß, es war nicht deine Schuld, Gray. Das meine ich ernst. Du irrst dich. Das alles ist meine Schuld. Ich an deiner Stelle hätte Serrano auch tot sehen wollen. Er hat dich zum Morden missbraucht. Rell, Oliver, Ishii. Sie sind mir gefolgt. Ich hab sie auf dem Gewissen. Also sind sie dir gefolgt, um den Mann zu töten, der auf ihre Leben geschissen hat. Er ist mir entkommen. Und? Wie wirst du das gerade biegen? Okay. Hammergeiles Game, kann ich nur empfehlen für jeden Shooter-Freund. Macht jedes Mal wieder Bock, es durchzuzocken. Hat jetzt auch eine Zeit gedauert, also ich hab bestimmt... Es kam 2000. 11 raus, also ich habe es 11 gespielt, 2012 nicht. Aber so nach einem Jahr kann man es auf jeden Fall nochmal mit richtig viel Fun zocken. Boah, ist die Mucke jetzt laut, sehr pervers. Und ja, was soll ich noch sagen? Ihr habt es gesehen, hammergeiles Game. Ich weiß gar nicht, der zweite Teil war in Planung, wurde aber abgebrochen. Der erste Teil sollte nicht mehr so viel kosten, kann man gerne investieren. Und was ich bis jetzt noch nicht wusste, irgendwo habe ich es gelesen, dass nach den Credits noch irgendwie irgendwas kommt, ein Dialog oder sonst was. Deswegen halt ich jetzt einfach die Fresse, ihr könnt euch die Credits reinziehen und das Secret am Ende vielleicht noch mitkriegen, wenn es vorhanden ist. Ich sag immer ciao und wir sehen uns im nächsten Projekt.
Sir, er ist wach. Wird auch Zeit, verdammt! Sieht er wenigstens besser aus als ich? Die Scheiße, die ihr mit mir gemacht habt, ist erbärmlich! Sir, General, wir haben unser Bestes gegeben. Ihre Beine waren matsch, ihre Organe waren, also, sie waren zerquetscht. Nichts, womit wir arbeiten konnten. Schnauze, Schwachkopf! Ich bin nicht hier, um mir noch mehr Entschuldigungen anzuhören! Verdammt nochmal, weckt ihn auf! Hey, du. Wie fühlst du dich, Sushi-Wichser? Hast du Gott gesehen, als du weg warst? Gott ist